Soundcheck, one. Die Götterfunk Studio Sessions. Hallo und herzlich willkommen zu den Götterfunk Studio Sessions, der Koproduktion zwischen FS1 und der Radiofabrik Salzburg. Heute freuen wir uns auf die Band, die Formation, das Duo Gutmensch. Und damit wir wissen, wie die so drauf sind und was die für Musik machen, hören wir jetzt erstmal rein. Alles gut. Die Sommer werden wärmer, die Armen immer ärmer. Krieg überall die ganze Zeit, ich fries mein Händel heim. Der Urlaub war voll super, die Krise ist vorbei. Und lustige Politiker, die schlüpfen aus Mai. Dann trägt der Kotz am Kopf her, scheißig gar nix mehr. Der andere mit dem Kindergesicht schießt Raketen hin und her. Was heute zuerst kommt, ist das Seine. Danach kommt lang nichts mehr. Checken, was die denken, voll und schwer. Das binden ich jetzt weg, Frauen als Soldaten in den Dreck. Sicherheit wird immer mehr, schmusen heimlich geht nicht mehr. Hat sie was vertraut? Das war's keiner so recht. Laufen die Dinge eh gut oder geht's uns eher schlecht? Alles dreht sich weiter und das ist auch gut. Schauen wir's uns erst weiter und dann sehen wir schon, wie es tut. Der kriegt sein Geld, den Fender nimmt, den frisst die Welt. Das Wohnen im Gemeindebau, das ist nicht immer cool. Der andere vom Mittelstand macht Urlaub in Kanitwerstan und sorgt sich dabei ständig um sein Swimmingpool daheim. Wir kaufen uns halt alles billig, das ist ein Riesenfreit. Bis hergestellt wird, ist meist unklar, das tut uns auch wirklich manchmal leid. Kurz und schnell wird koaliert, schräge Herren kommen rein. Die sind nur wie bellende Hunde, sagt uns der Schulsprecher Sebastian. Wachstum her, Leistung mehr, Kind zu bleiben ganz schön schwer. Jetzt tu dein Smartphone weg und ab ins Bett. Hat sie was verbrannt? Das war's keiner so recht. Laufen die Dinge eh gut oder geht's uns eher schlecht? Alles dreht sich weiter und das ist auch gut. Schauen wir's uns erst weiter und dann sehen wir schon, wie es tut. Was vertraut, das war's keiner so recht. Laufen die Dinge eh gut oder geht's uns eher schlecht? Alles dreht sich weiter und das ist auch gut. Schauen wir's uns erst weiter und dann sehen wir schon, wie es tut. Schauen wir's uns erst weiter und dann sehen wir schon, wie es tut. Schauen
Mamas uns erst weiter an und sag, was machst jetzt du? Hallo, schön, dass ihr da seid. Guten Abend, servus. Und ihr seid Gutmensch. Gutmensch, damit verbinde ich ja erstmal irgendwie so einen Trottel, der irgendwie nicht in der Lage ist, auf sein Zeug aufzupassen und immer lieb ist und von den anderen eigentlich dauernd beschissen wird. Wie kommt man zu so einem... Ja, wie der Eugen halt so ist. Dabei bin ich der gute Mensch. Ich bin der gute Mensch. Er ist ja eher so der auch gute. Durchschnitt. Aber der Eugen ist wirklich... sowas von außergewöhnlich, gut Mensch, und deswegen ist ja dieser Bandname quasi in der Einzahl und nicht gut Menschen. Das ist der Unterschied. Also, und eigentlich, gell, ist ein politisches Statement, weil in den letzten Jahren mit dieser Entwicklung in der Gesellschaft und politisch auch, wurde ja das Wort Gutmensch verunglimpft. Also quasi als Schimpfwort degradiert. Es ist ja eigentlich auch, ne, also für mich assoziiere ich da auch nichts Gutes mit, muss ich sagen. Ein Gutmensch, wie gesagt, ist für mich ja irgendwie ein Trottel, der zu blöd ist, irgendwie Sachen, die umsonst sind, mitzunehmen, ja, oder genau, anderen Menschen zu helfen. So gut ohne, bin ich gar nicht, gell? Bist du gar nicht. Aber ich denke mal, stell dir das Gegenteil vor. Ja. Das Gegenteil von Gutmensch wäre dann schlecht oder Bösmensch. Und das wollen wir ja nicht. Und Gutmensch, das Gutmenschentum in der Zeit von 2015 aufwärts mit der Flüchtlingswelle hat dann schon polarisiert, also quasi die Haltung, entweder entscheiden wir uns in der Gesellschaft, wollen wir quasi auf die dunkle Seite der Macht oder eher im Licht bleiben. Und dann ist Gutmensch verunglimpft worden und wir haben eigentlich aus Protest, oder, diesen Bandnamen gewählt, weil wir das nicht zulassen wollen, dass man... drauf herumtrampelt, auf einer positiven Konnotation, das geht ja nicht. Okay, und solche Statements wollt ihr auch in der Musik dann wiedergeben? Durchaus, also, ja. Immer wieder, soweit es geht. Das ist ja recht spannend, gerade in unserer Situation. In unserem Werdegang, uns gibt es seit 2 Jahren jetzt eigentlich auf den Tag fast genau. Bist du erst, ich bin schon... 53. Ja, die Band, okay. Ja. Ich denke nur in Gutmensch-Kategorie. Ja. Und da hat sich in diesen 2 Jahren hat sich doch für politische Statements einiges getan in Österreich. Und das ist eigentlich recht herausfordernd, weil unsere Texte permanent überholt werden. Ja. Ist schwierig mit der Aktualität. Ne? Ja. Vor 2 Jahren hatten wir einen Hit, haben wir getauft, der Kickl-Song. So, wie hat das Lied geheißen? Irgendwas mit Pferd, oder? Nein, wie war das? Das mit dem Kickl, das war... Das haben wir nicht... Es ist genug. Es ist genug. Und das war echt der Hit für uns zwar, gell? Und jetzt können wir den nicht mehr singen, weil es ist nicht mehr aktuell. Ja. Schade eigentlich. Aber wir sind ja ein bisschen vorhersagend, das muss man schon dazu sagen, mit unseren Liedern. Mhm. Also das haben wir schon kommen gesehen, oder? Ja. Dass der Innenminister Kickl ein Ablaufdatum hat. Okay, also musikalisch, wenn man so an die großen Protestlieder denkt, Tonsteine scherben macht kaputt, was euch kaputt macht, oder Lydia Lunch oder die Gitarren förmlich in die Hirne geschrammelt hat damals, seid ihr ja mehr auf der groovigen, gemütlicheren Seite musikalisch. Findest du? Ja. Ja. Wir sind ja nicht mehr 16, gell? Also, okay. Nicht einmal vom Aussehen her. Nein. Biologisch auch nicht. Es ist dem Alter geschuldet, dass wir eher gemütlich daherkommen, aber wehe, man reizt uns. Wir können auch anders. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Wir können ja nicht alles präsentieren in dieser kurzen Studio-Session, aber wir spielen auch auf Hochzeiten, auf Kreuzfahrtschiff-Untergängen, auf Scheidungen. Firmenauflösungsfeiern. Ja, Konkursmasse. Verwaltungskonferenzen. Wie heißt es jetzt? Destruktivität? Destruktivität, ja, genau. Destruktivität. Desaströse Wahlfeiern, ja? Die eigentlich in einem ganz anderen Rahmen angesagt sind, wo wir kurzfristig einspringen. Okay. Wir warten auf sowas. Genau, zum Beispiel bei so einem Fest von der SPÖ, wenn die Richtung stimmt, sind wir dabei oder so, gell? Genau, ja. Und da kann man ja sagen, das stimmt ja alles. Ne? Ja,
Und darauf hoffen wir uns noch einiges in den nächsten Jahren. Euch gibt es jetzt seit 2 Jahren. Und wie kann man in so kurzer Zeit so gut zusammenspielen? Weil ich meine, ihr macht ja auch viele Sachen auf Cue, habt dann Solo drin, kommt dann wieder zusammen zur Strophe und so, muss viel Zeit reingeflossen sein. Naja, wir nehmen uns die Zeit schon. Danke für das Feedback, das freut mich natürlich besonders. Ich würde mal sagen, der Kurt ist ja fast der Profi-Perkussionist, nicht? Schon. Ja, dilettant, aber das heißt ja leidenschaftlich. Ja, leidenschaftlich. Ja. Wir haben, also entstanden ist das Ganze ja aus einer Idee. Ich habe meinen 50er gefeiert. Ja, ich bin 50. Nicht 60. Da habe ich mir gewünscht, dass ich einen Auftritt für meine Freunde gebe und dazu brauchte ich Unterstützung eines Perkussionisten und hat sich gut ergeben. Und aus dieser Idee heraus, das war also der erste Auftritt vor 2 Jahren, ist dann diese Gutmensch-Idee entstanden. Mhm. Und die Lieder, die sind ja hauptsächlich so Lieder, die gecovert, damals Coverlieder waren und jetzt versuchen wir immer mehr in die Richtung zu gehen, eigene Texte zu gestalten, eigene Nummern zu machen. Und ich bin dafür, dass du bald anfängst, Bücher zu schreiben oder zumindest Gedichte, weil dem Eugen fällt das sehr flockig leicht und häufig ein. Witzige, originelle, aber sozialkritische Texte. Ja, habt ihr sie gehört? Voll witzig. In Mundart, ja, doch. Also doch. In der Umgangssprache zu schreiben. Und bis jetzt haben wir es immer ein bisschen vertont mit Musik, zum Beispiel von Paolo Conte oder Randy Newman oder Georg Danzer. Und zunehmend wollen wir auch eigene Kompositionen versuchen. Ob uns das gelingt, wird Zukunft weisen. Wie ist da eure Arbeitsweise? Also kommt jemand mit einer Idee oder mit einem gleich fertigen Produkt? Es gibt ja Bands, da schreibt einer die Nummern. Der hat das dann notiert und dann kriegt der Perkussionist seine Noten. Und dann zählt er bis 4 und auf geht's und fertig ist die Nummer. Oder ist da irgendwie, arbeitet ihr da eher enger zusammen und lasst da gegenseitig Ideen einfließen oder... Ja, da finde ich, da ergänzen wir uns ganz gut. Kurt ist meistens der was aufschnappt und dann an mich heranträgt. Und ich schnapp das dann auch auf und versuche irgendwas mit dem Klavier dazu zu machen und so. Und dann kommen wir wieder zusammen und dann probieren wir das aus. So war es jetzt bislang. Ja, und du schreibst die Texte. Du bist da, ich möchte auch gerne Texte schreiben, aber ich brauche so lange. Und bevor ich ein paar Zeilen geschrieben habe, hat der Eugen das Lied schon fertig. Und dann spielen wir Eugen seinen Text. Genau, ich schaue immer, dass ich schneller bin als er. Ja, okay. So ist es. Genau so ist es. Ich habe andere Hobbys auch noch, aber du. Ja, ich habe sonst nichts. Irgendwann zieht sich dann, wenn er Stress hat mit Frauen und Kindern, in den Keller zu Hause und setzt sich zum Klavier. Ja. Und mit Frauen und Kindern? Wie stellst du das vor? Stress mit Frauen und Kindern, wie man das vorstellt. Furchtbar stellt man das vor. Nein, also ich verziehe mich nicht in den Keller mit Frauen und Kindern, sondern da gehe ich schon allein hin. Und ja, weil die haben mich nämlich in den Keller, die haben mich in den Keller verdammt. Das war so eine Ausverhandlung daheim. Das Klavier ist normalerweise im Wohnraum gestanden, das ist aber auf die Dauer nicht gegangen. Das ist typisch österreichisch, das spielt sich so im Keller. Ja. Ja. Am Städten, ja, man kennt es. Ja, bei guten Menschen ist das so. Ja. Wir proben dann bei mir zu Hause im Keller und die Damen, meine Damen, ja, war so Frau und Kind und die sind dann meistens weg, wenn wir proben. Und wenn sie dann nach Hause kommen, hören wir meistens schnell wieder auf. Weil wir eben sehr rücksichtsvoll sind bei Probesessions. Ich bin rücksichtsvoll. Du bist ein guter Mensch, ja. Ja, und ist das schwierig? Also wenn man covert, geht man ja weniger Risiko ein, sage ich mal, als wenn man eigene Nummern schreibt. Weil also als Komponist verantwortlich ist dann ja Danzer oder Bill Withers. Man kann immer sagen, die Nummer ist von Danzer, die ist nicht von mir. Und wenn man eigene Nummern macht, dann wird es ja, finde ich, so ein bisschen gefährlicher. Ne? Dann können irgendwelche Leute sagen, ah, die Nummer finde ich aber irgendwie nicht so gut komponiert oder irgendwie so. Und ne, also bei Danzer traut sich das kaum jemand. Irgendwie im Jazzbereich, alle covern dann Cantaloupe Island und da kann man nicht sagen, Herbie Hancock ist ein schlechter Komponist. Ich sehe es genau umgekehrt. Wenn ich jetzt von jemand Berühmten eine Nummer cover, dann gibt es wahrscheinlich 700.000 Musiker, die das besser machen wie wir. Mhm. Und dann wird man verglichen. Und wenn wir aber was Eigenes machen, dann ist das unser Ding. Ja. Und ohne peinlichen Vergleich. Ich höre euch beiden so zu und kann beiden was abgewinnen. und Steffi ist, oh Gott, ja, stimmt eigentlich, was du sagst. Mhm. Aber wie du sagst, finde ich es auch okay. Das macht einen guten Mensch aus.
Du möchtest es immer alle recht machen. Nein, Gottes Willen, aber ich versuche zu verstehen. Ja. Aber nein, möglicherweise hat beides was. Ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen. Wir haben ja noch keine Nummer, die wirklich nur von uns stammt. Ah, nicht? Habe ich was versäumt? Also so als eigene Komposition. Aha. Das werden wir erst testen, wie das wirklich geht. Das heißt, wir werden weiterhin forschen, üben, probieren und dann einmal unsere CD präsentieren. Wir machen sicher in den nächsten 3 Jahren CD. Da sucht man einen Sponsor, gell? Da kann man auch hinten so sein eigenes Logo raufkleben, wenn es sein soll. Und genau. Dann präsentieren wir die CD wieder bei FS1 und Radiofabrik, wenn wir dürfen, verbunden mit einem Fest und Live-Musik. Bei irgendeiner Feier, genau, Sommerfest oder sowas. Ja. Ja. Ja, ist ja ganz interessant. Versteht ihr euch eher, also seid ihr so die Rampensäue, die sagen, ich muss rauf auf die Bühne, ich möchte, ne, dass die Leute schreien und klatschen, wenn ich spiele. Es gibt ja auch andere Musiker, die arbeiten dann lieber im Studio, ziehen dann irgendwie hinten die Fäden und irgendwann kommt das fertige Produkt, die CD raus. Und Live-Konzerte halten sich da eher, ne? Das ist dann eher Mangelware. Ich würde sagen, wir drängen uns überall auf, wo es geht und schauen, was wir bekommen. Wobei, ich muss ehrlich sagen, das Tun mit dir alleine im Keller, wenn es aufgeht und gut gruft, ist mir wichtiger als der Applaus von der Rampe runter oder rauf zur Rampe, weil das gemeinsame Proben, das ist wie Sport, das ist wie Training. Wenn es gut aufgeht und der Rhythmus passt und es groovt und es ist vielleicht lustig und es macht für einen selber Sinn, dann ist es wie ein gutes Tennismatch, was einfach geil ist oder so. Also das ist für mich wesentlich, weil das ist regelmäßig und das andere wäre höchstens ein Sahnehäubchen oder so. Das teile ich mit dir. Ah. Ja, finde ich. Du bist ja der eigentlich besser reden kann. Nein. Aber immer eben, ich bin da mehr die Rampensau wie du. Ja. Möglich, ja. Auf Facebook habe ich schon gesehen, dass so renommierte Musiker wie Manfred Wambacher oder Bernie Rothauer euch abonniert haben. Wie ist das jetzt momentan so mit dem Bekanntheitsgrad? ihr könnt euch wahrscheinlich vor Angeboten nicht retten momentan, ne? Mit Auftritten. Sind wir leicht im Internet, oder was? Ja, echt? Da habe ich was gesehen. Wir sind spezialisiert für Benefizkonzerte. Also wir spielen für kleine Sportvereine und so gratis. Wir haben noch zweimal hatten wir bis jetzt einen Bezahlauftritt. Gell? Hat uns ist nicht gefallen, haben uns dann gleich immer dann diese Mikrofonhalter dafür gekauft. Ja. Genau. So ist das bei Musikern, da geht die Gage sofort wieder ins Equipment, kaum da schon wieder weg. Ausgerüstet sind wir spitzenmäßig mittlerweile. Naja, ausreichend, oder? Wir sind bald, wir sind wirklich bald bühnenfit. Jetzt sind wir Bühnen bemüht und dann in kurzer Zeit werden wir bühnenfit sein. Ich glaube, dass wir bald bereit sind für große Auftritte. Ja. Ja. Wer euch buchen möchte, findet euch wo? Ah ja. Ja, das ist eine gute Frage. Hast du eine Karte mit? Ja, ich habe eine Karte mit. In deiner Klaviertasche ist eine Karte. Wir kennen die Homepage-Bezeichnung unserer Gutmensch-Homepage nicht auswendig. Gell? Ja, fällt mir jetzt auch. Können wir mal da kurze Pause machen? Wir sagen es sofort. Na sicher, das schneiden sie alles rein. Und, aber auf Facebook seid ihr. Man kann euch auf jeden Fall auf Facebook kontaktieren. Ja, ne? Ja. Okay, genau. Also da achten wir schon drauf, ne? Ja. Dass wir da am Zahn der Zeit bleiben. Ich habe auch jetzt schon Internet eben und E-Mail. Ja. Du? Habe ich auch. Ja. Ja, gibt es auch jetzt eine App für Facebook. Ja, ne? Genau. Das es passt ist, dann zum Text. War mir ja sehr wichtig für die eine Nummer, die hier ja auch zu hören sein wird. Ja. Gut, und CD ist geplant und kommt dann in den nächsten Jahren. Wahrscheinlich. Ja, wir lassen uns Zeit, wir sind jung und ambitioniert und wir werden sicher nicht hudeln oder irgendwas über den Zaun brechen. Genau. Dann freuen wir uns schon sehr auf die CD, die ihr dann hoffentlich in diesem Medium präsentieren werdet. Und wir sind schon sehr gespannt auf die Eigenkomposition. Vielen Dank fürs Dasein. Dankeschön. Danke für die Einladung und es hat uns wirklich sehr gefreut und danke fürs schöne Interview. Danke auch.
Wasserspiegel steigen. Katastrophen werden mehr. Bald gibt's keine Ressourcen und keine Kurzurlaubsflüge mehr. Der Fischer stiegt am Plastik, die Gletscherinnen aus. Meine Bienen sind bald alle Ex. Ich find keinen Parkplatz mehr vor meinem Haus. Schickt's mir doch die Kinder zum Demonstrieren, weil wer das läuft, das ist ja echt zum Genieren. Aber bitte nur, da man keine Schule ist, weil ich brauch mehr Zeit, die hab ich auch nicht geschuldet. Wir brauchen Omas gegen rechts. MeToo und du mehr. Bei unserem Tierschutz, da wird das schlecht. Die Kinder, das sind unsere Zukunft. Wie gut, dass wir sie haben. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir alle miteinander etwas tun. Schickt's mir doch unsere Kinder zum Demonstrieren, weil wir das läuft, das ist ja echt zum Genieren. Aber bitte nur, da man keine Schule ist, weil ich brauch mehr Zeit zum Autopolieren. Schickt's mir doch unsere Kinder zum Demonstrieren, weil wir das läuft, das ist ja echt zum Genieren. Aber bitte nur, da man keine Schule ist, weil ich brauch mehr Zeit zum Börsenkurs studieren. Zum Urlaub budgetieren. Ich brauch mehr Zeit zum Nachbarn drangsalieren. Und ich muss auch noch meiner Ex nachspionieren. Also Armer. Schule ist, weil ich brauch mehr Zeit zum Börsenkurs studieren. Schickst mir unsere Kinder zum Demonstrieren, weil wir das läuft, das ist ja echt zum Genieren. Aber bitte nur, da man keine Schule ist, weil ich brauch mehr Zeit zum Autopolieren. Und ich muss auch noch im Golfclub ballieren. Und dann muss ich noch mein Designerhund ausführen. Und ich muss auch noch im und dann muss ich noch den Morgen eine panieren. Was musst du? Und dann muss ich noch über YouPorn unternehmen. Ach, du bist der Schenschwein. Vorstellen, dass das ganz schön wehtun muss. Das Leiden der Besatzung.
Betroffenen ist groß. Verdacht, Verdacht, es gibt den Verdacht, es gibt den Verdacht, dass die Politik deppert macht. Verdacht, Verdacht, es geht uns alle an, ein Virus greift die Regierung an. Man merkt es daran, dass die Angst vor Fremden ganz groß wird. Daran, dass mit viel Vermögen immer mehr entfriert. Vorhandenes Wissen wird verlässlich weggedrängt. Der Weitblick und das Denken stark beengt. Verantwortungsträger vergessen, was beschlossen war. Die Köpfe rauchen und es raucht ein jeder. Ist ja klar, was bis vor kurzem keiner sich zu sagen getraut hat, schreibt man jetzt in ein Regierungsblatt. Verdacht, Verdacht, es gibt den Verdacht. Es gibt den Verdacht, dass die Politik deppert macht. Verdacht, Verdacht, es geht uns alle an. Ein Virus greift die Regierung an. Verdacht, Verdacht, es gibt den Verdacht. Es gibt den Verdacht, dass die Politik deppert macht. Verdacht, Verdacht, es geht uns alle an. Ein Virus greift die Regierung an. Und das war früher auch nicht anders. Da dachte man sich von manchem, man, der kann das. Doch den Unterschied, den man jetzt kennt, ist, das Virus ist gegen jede Medizin resistent. Die Politik deppert macht. Verdacht, Verdacht, es geht uns alle an. Ein Virus greift die Regierung an. Verdacht, Verdacht, es gibt den Verdacht. Es gibt den Verdacht, dass die Politik deppert macht. Verdacht, Verdacht, es geht uns alle an. Ein Virus greift die Regierung an. Ein Virus greift die Regierung Erstes Hot an fetten Pflege. Der Pfleg, das ist kein Vogel. Erst der Pfleg, der muss weg. Ich weiß nicht, wie der Pfleg weggeht, aber fragen, wie es geht, das tue ich nicht. Ei, das wurmt. Nämlich, dass ich der Fleck weggeht, dass ich brauch eine neue App. Ich brauch die Fleck weg, App. Gib mir den Download für die Fleck weg, App. Erst gestern trieb ich eine von die Schwestern. Echt nicht schlecht, so, dass ich sie gern kennenlernen möchte. Ich weiß ihr Namen nicht, aber fragen, wie es heißt, das tue ich nicht. Ei, das wurmt mich aber echt, weil ich die kennenlernen möchte. Erst ich brauch eine neue App. Ich brauch die Gimme Your Name, Baby. Gimme the Gimme Your Name, Baby.
Braucht die Hundefutter, Katzenklo, was ist das für Obstessabo? Was kann ich nur im Urlaub tun? Wie zeig's nur den Trottel da vorne? Brauch die Schurkmantel, bin der Klär, wo krieg ich nur mein Götter her? Wie froh ich nur mein Chef, den Depp, dass ich mehr Kohle brauch. Ich brauch die Kotis fest, Liebestest. Wie viel kann ich saufen, bis der Arzt kommt auf dem Fest? Das das wurmt mich, aber ich weiß nicht, welche Epp ich möcht, aber fragen tue ich nicht. Ich brauch die What the fuck the App for Dummies Test, App. Gib mir die What the fuck the App for Dummies Test, App. Ich brauch die What the fuck the App for Dummies Test, App. Gib mir die What the fuck the App for Dummies Test, Sesambo, was kann ich nur im Urlaub tun? Wie zeig ich's nur dem Trottel da vorne? Ich brauch die Schurkmantel, bin der Klär, wo krieg ich nur mein Götter her? Wie frag ich nur mein Chef, dem, dass ich mehr Kohle brauch? Ich brauch die Kotis fest, Liebestest. Wie viel kann ich saufen, bis der Arzt kommt auf dem Fest? Das ich weiß nicht, welche App ich möchte, aber fragen tue ich nicht. Ich brauch die What the fuck the App for Dummies Test, ey. Gib mir die What the fuck the App for Dummies Test, ey. Ich brauch die What the fuck the App for Dummies Test, ey. Gib mir die What the fuck the App for Dummies Test.
Dass der Mensch ein Krätzen ist, hinterlistig, feig und mies. Dass der beste Freund dir liegt, ohne es, wo man hier riecht, stinkt. Dass eine Frau nur frei sein kann, wenn's nicht abhängt von einem Mann. Dass ein Kind betrogen wird, dadurch, dass er erzogen wird. Dass der Stork in Schwachen schluckt und die Faust die Hand zertrug. Traurig, aber wahr. Dass die Ungerechtigkeit täglich mehr zum Himmel schreit und das nicht so weitergeht. Aber wir das wissen wir nicht, dass wir uns den Mond verderben und die anderen Hunger sterben. Dass die Grausamkeit regiert und das immer schlimmer wird. Dass die Welt im Dreck da steckt und die Sonne uns selber liegt. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Und da sieht ihr viel mehr drin, selber so ein Arschloch bin. Traurig, aber wahr. 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 Götterfunk Studio Sessions.